Das ist ein sehr, sehr bewegender Film. Vielen Dank für diesen Film. Vor allem natürlich vielen Dank an die Teams vor Ort, die täglich den Kindern zur Seite stehen. Danke unseren Unterstützern und danke allen Menschen, die sie heute hier dieser Veranstaltung teilnehmen und darüber nachdenken, mit ihrem Testament Kindern eine Zukunft zu schenken. Dazu braucht man ein Testament. Und ich habe hier diese Folie, die ich sehr eindrücklich finde, dass man glaubt es kaum, 74% der Deutschen haben kein Testament. Und da gibt es viele Hürden, da gibt es natürlich auch andere Gründe, warum viele Menschen kein Testament schreiben. Aber ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass wir heute Dr. Dietmar Kurze hier haben, der uns einführen wird in das deutsche Erbrecht und viele Fragen hoffentlich beantwortet, wie man eben Schritt für Schritt zu diesem Testament gelangt. Dr. Dietmar Kurze ist Fachanwalt für Erbrecht und Vorsorge hier in Berlin, tatsächlich ganz um die Ecke von unserem Berliner Büro von Save the Children. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Und jetzt starten wir wirklich in Ihren Teil des Abends, in den Hauptteil des Abends. Warum ist ein Testament wichtig? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und wir starten tatsächlich gleich mit der ersten Frage. Warum ist ein Testament wichtig? Ein Testament ist wichtig, damit Sie regeln können und regeln, was Sie wollen, wo Ihr Vermögen später hingeht. Und um überhaupt beurteilen zu können, ob ein Testament für Sie wichtig ist, sollten wir erst einmal gucken, was passiert denn, wenn Sie kein Testament machen. Das heißt, was ist die gesetzliche Erbfolge, wenn Sie also untätig sind, kein Testament verfassen, was passiert dann? Und da haben wir mal so drei Szenarien, die recht typisch sind, die meisten Fälle abdecken, Ihnen dargestellt. Und bei dem Szenario 1 haben wir den Erblasser. Sie merken, Erblasser ist bei uns immer männlich, ist ein Ding der Höflichkeit bei uns, dass die Männer vorversterben. Und der Erblasser, der hat Standard Frau, zwei Kinder in diesem Fall. Und wenn der verstirbt, dann ist es relativ einfach, dann erben die Frau und die Kinder, wenn er kein Testament hat. Wir haben da nochmal zusammengefasst, so in 7 Schritten zum Testament, wie Sie das so machen können. Also, als erstes, wie gesagt, erfassen Sie Ihr Vermögen. Was haben Sie alles? Die Immobilien, die Wertpapiere, die Puppensammlung, was immer Sie da so Schönes haben. Was für Wünsche haben Sie? Wer soll es denn erhalten? Was stellen Sie sich denn da so vor? Soll es an die Familie gehen? Soll es gerade nicht an die Familie gehen? Soll es an eine gemeinnützige Organisation gehen? Dann natürlich, haben Sie frühere Testamente? Wenn Sie mit dem Ehegatten was gemacht haben, irgendwie, da müssen Sie drauf achten. Wenn Sie einen Erbvertrag haben, all das ist wichtig. Oder wollen Sie vielleicht davon abweichen? Das sollten Sie klar machen, welches Testament dann wirksam ist. Und dann konkret sich überlegen, okay, Erben sollen sein, also mir nachfolgen, so diese oder jene Person oder Personengruppe.